Mia Magma, wie kommt man zu so einem Namen? Nachdem Magma mir einen Exklusivvertrag angeboten hat, habe ich überlegt, wie ich mich nennen soll. Und dann hat Magma eben gesagt, nenn dich Mia Magma. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Ich bin 23, geborene Münchnerin. Und ja, dazu gekommen bin ich ja mit meinem Mann zusammen. Eigentlich, weil wir leben jetzt nicht so diese typische klassische Ehe, so Monogamie und so, ist jetzt nicht ganz so unseres. Okay. Darum sind wir doch im einen oder anderen Club gewesen, sprich Swingerclub. Da habe ich mir mal drüber Gedanken gemacht, habe mich dann auch bei Magma beworben und das hat dann auch alles geklappt. Das hat dann auch alles, genau, sehr schnell geklappt. Ja, ne? Sehr schnell, ja. Wir haben dann, was haben wir denn zuerst miteinander das gedreht? Das allererste war Senelucci. Senelucci, genau. Auch sehr lustig. Dann kam es da an und dann hast du da gedreht mit dem Chris Hilton. Mit dem Chris Hilton. Und die Szene hat mich extrem überzeugt, weil du bist mehr als einmal in der Szene gekommen. Das stimmt. Du brauchst doch immer wieder mal jemand anderen im Bett. Ja, schon, aber wie gesagt, also im Privatleben ist es so immer nur zusammen. Also jetzt nicht, dass ich alleine auf die Piste gehe und mir einen aufreißt, also das machen wir nicht. Und was macht ihr denn zusammen? Also jetzt in Swingerclubs gehen? Swingerclub oder auch private Treffs, genau. Und also immer zu dritt oder zu viert eben, oder genau. Also mal ein Mann mit dazu, aber auch mal oder eine Frau mit dazu? Oder auch meine Frau, dazu. Ja. Mhm. Und mein Mann darf ja auch sparen, so ich kann gut teilen. Mhm. Was ist punkto Eifersucht? Eifersucht, ich habe nur dann Eifersucht, wenn ich merke, mir will jemand, ja, ihn mir wegnehmen, so. Und komplett für sich haben und genau, dann bin ich eifersüchtig. Und wenn er jetzt ein Dreier macht mit einer anderen Frau, macht dann nur dein Mann mit der Frau oder machst du auch was mit der Frau? Ich mache auch was mit der Frau. Stehst du also auch auf Frauen? Frauen sind doch sehr hübsche Wesen. Ja, okay. Wann hast du deine erste Erfahrung mit Frauen gemacht? Mit Frauen? Da war ich glaube, 13. 13, ja. Und wann kam dann der erste Junge? Also so mit Sex? Mit 15 hatte ich mein erstes Mal. Ich habe zwar jetzt nie irgendwie einen One-Night-Stand oder so gehabt, also das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also ich hatte schon immer eine feste Beziehung, aber da ging es dann rund. Also. Ich merke, dass es wohl sehr viele Leute gibt, die so leben, aber die sich anscheinend gar nicht gegenseitig finden. Ja, das stimmt vielleicht. Also, wobei, es, wenn man mal so in der ganzen Swinger-Szene und so unterwegs ist, es sind schon einige, die teilen können. Ja. Du hast ja mit deinem Freund zusammen, ihr führt gemeinschaftlich ein Geschäft. Mhm. Und das ist eine Bar. Ich weiß nicht, ob wir das hier sagen dürfen, aber ich denke mal schon. Ist schon mal jemand reingekommen und hat gesagt, ich habe dich im Fernsehen gesehen oder ich habe dich auf DVD gesehen oder so? Also die wenigsten, also es ist zweimal gewesen, ja. Und es war meistens so, die sind nicht direkt auf mich zu und haben gesagt, ey, ich habe dich gesehen, sondern eher so meiner Kollegin so, hier und da. Ich quatsche die dann auch offen an, weil, ey, vielleicht wollen sie ja mit einem reden, aber trauen sich nicht. Du gehst da total locker mit um, hast du kein Problem mit? Klar. Hm. Selber schon mal Pornos geguckt? Klar. Okay, und wann hast du angefangen, Pornos zu gucken? Das erste Mal sowas habe ich bei einer Freundin, der ihrem Freund, habe ich das auf dem Computer gefunden. Mhm. Da waren wir so auch so 15, 16 oder so. Und da fand ich das schon echt cool. Also. Oh, gibt es den Porno für die Frau? Oder wenn du jetzt einen Porno guckst, sagst du, was muss drin sein, dass du sagst, ja, der ist gut, der ist für mich, der gefällt mir. Wenn er gut gedreht ist, gewissen Stil bewahrt und nicht ganz so. Ja, ich mag es nicht, wenn die Frau so unterdrückt rüberkommt. Also wenn sie das machen muss. Ja. Also das mag ich nicht, aber solange das alles stilvoll und gut rüberkommt, dass man auch sieht, die zwei, die da gerade drehen, oder drei, vier, je nachdem, die haben da Spaß dran, dann ist das auch schön für den Zuschauer. Im direkten Freundeskreis, wie ist es da angekommen? Hat man da einen Finger auf dich gezeigt? Oder? Nee, also eine ganz liebe Freundin von mir, die schaut auch selber regelmäßig Pornos und die berichtet mir dann auch, hey, ich habe den gesehen und den. Und die findet das auch super und quetscht mich auch mal schön aus, wie es jetzt weitergeht, was als nächstes kommt. Und also die ist er total begeistert und die anderen, die sagen, ja cool,